Ich schätze Gespräche und die Offenheit, mit der wir unterschiedliche Überzeugungen teilen können. Ich habe gehört, dass du nicht an Gott glaubst und ich respektiere deine Ansichten und Gefühle zu diesem Thema. Gegenseitiges Verständnis ist mir wichtig und ich hoffe, dass wir weiterhin ehrlich und offen miteinander sprechen können. Ich möchte meine Erfahrungen und meinen Glauben mit dir teilen, nicht um dich zu überzeugen oder zu bekehren, sondern um zu erklären, was mir Halt und Hoffnung gibt. Für mich ist der Glaube an Gott eine Quelle der Stärke, des Trostes und der Führung. Er gibt meinem Leben einen tieferen Sinn und hilft mir, Liebe und Mitgefühl für andere zu empfinden. Ich verstehe, dass die Idee eines Gottes oder einer höheren Macht für viele schwer zu fassen ist, besonders in einer Welt, die oft von Schmerz und Ungerechtigkeit geprägt ist. Ich selbst habe auch Zeiten des Zweifels und der Fragen erlebt. Doch gerade in diesen Momenten habe ich eine tiefe Nähe und ein Verständnis Gottes erlebt, das schwer in Worte zu fassen ist. Mein Glaube lehrt mich, dass jeder Mensch geliebt und wertgeschätzt wird, unabhängig von seinen Überzeugungen. Gott liebt dich so, wie du bist. Und mein Wunsch ist es, diese Liebe in unserem Umgang miteinander zu reflektieren. Es geht mir nicht darum, dich zu verändern, sondern darum, ein Freund zu sein, auf den du dich verlassen kannst. Ich bete für dich nicht mit der Erwartung, dass du deine Ansichten änderst, sondern in der Hoffnung, dass du Frieden, Freude und Liebe in deinem Leben findest, egal, wo deine Suche dich hinführt. Wenn du jemals darüber sprechen möchtest, was dich bewegt oder Fragen hast, ich bin hier, um zuzuhören und zu teilen, ohne Urteil und mit offenem Herzen.